Ich will wohl nachher den Rad und den Heber raustun. Löst man so, gell? Mhm. Ah, okay. Ich habe mir ein Rohr mitgebracht, damit ich das sich lösen kann. Verstehst du, was ich meine? Also mit mehr Kraft. Dass ich mit mehr Hebel meinst. Ja, mit mehr Hebelkraft rangehen könnte. Aber ich krieg's auch so hin. Das Rohr habe ich mir nur mitgebracht. Bei uns ist alles groß, weißt du? Mit Stapler, mit Großen, da ist alles mächtig. Der ist richtig fest. Das ist die letzte Schraube, oder? Die letzte Schraube. Die sitzt. Jetzt hat sich was bewegt. Deshalb habe ich es rausgenommen. So muss ich nur zu helfen wissen. Und was man braucht. Die richtige Werkzeuge haben. Ich hab die ja jetzt als Ganzjahresreifen oder Allwetterreifen, ja, wie es heißt. Dann wechselt man halt auch dann nicht mehr so oft, aber ich habe zuletzt von einem Jahr habe ich sie gewechselt. Genau. Aber sie sind ja auch noch nicht schlecht. Ja. Ja, eigentlich müsste man ja immer zwei dann wechseln, ne? Oder? Ja, man sollte nie unterschiedlich. So, also jetzt machen wir weiter. Kannst du mal deinen Finger? Das sind die, wo wir dann brauchen. Und die, wo rauskommen. Brauchen wir später wieder. Können wir eigentlich liegen lassen. Also jetzt pass auf. Stelle, oder? Unterlagsblech, weißt du, das darf ich nicht. Das ist alles Plastik. Das ist eine Plastikkarre. Hm? Eine Plastikkarre hast du da. Hm? Und da ist der Tank. Das darf ich ja gar nicht. Sich da an der B-Säule, unter der B-Säule vielleicht. Hier muss ich dran. Ist da anders. Hier muss ich ran. Aber der ist natürlich verdammt hoch. Eigentlich muss ich ein Brett drunter haben. Das ist unheimlich niedrig, weißt du, was ich meine? Wer ist niedrig, der... Dein Auto jetzt, natürlich durch den Platz, wo es doppelt, so, okay, weißt okay. du?
Wir haben natürlich, das müssen wir nicht kurbeln, wir haben natürlich den besten Hochpumper, den es gibt, ne? Wir fühlen uns jetzt richtig leicht, merkst du das? Wie gut es uns geht. Das ist natürlich ein geniales Gerät, ne? Ist das so? Geht das so hoch? Das wusste ich gar nicht. Ja, und vor allem schnell und leicht. Warte mal, ich wollte gerade mal, warte mal kurz. So, was man immer im Kofferraum haben sollte. Aber ich glaube, das mal wirklich überlegen. So ein Radkreuzkörbrein? Ich glaube, das könnte ich sogar dabei haben. Ja, weil mit dem kannst du natürlich ganz leicht fummeln. Die Verlängerung ist natürlich nicht schlecht. Du kannst dann mit dem Radkreuz schon draufkleben. Das hast du ja gesehen. Jetzt mal die Frage, ob also da unten, ne, genau, da wo das Ventil ist, ob da irgendwas, ob man da was sieht. Ja. Oder ob nur jemand die Luft rausgelassen hat. Ja, weiß. Das erfährst du, wenn die das. Die gucken ja auch nach dem Schlauch und so. Gell? Aber es ist wirklich ganz draußen. So. Jetzt am besten. Dann gut weg, dass sie dir nicht verloren gehen. Und das passt auch, oder ist der? Das ist halt so hoch, das ist ja höher. Oder ist der, mach mal den daneben, der ist gleich, oder? Das ist gleich. Okay. Das ist nur, was jetzt nicht stimmt, ist die Breite nicht ganz, ja? Okay. Wie ist breiter der? Das ist auch 55,16. 55,16, darauf kommt es an. Okay. Das ist die Breite. Okay, und wie viel sind es da? Wir haben hier, was haben wir da, wo steht's? 215. Also okay, aber nicht ganz so breit. Also das Problem ist, der andere war ja von der Luft, ne? Weil da hat die Luft gefehlt, ne? Ja. Du? Ja, hat wirklich die Luft gefehlt, du bist viel höher. Genau, das ist doch der ja. Denkfehler. Nicht kein Denkfehler, sondern. Ja, das ist da. Ja, liebe Schwan, wenn wir das jetzt von Hand hätten hochkurbeln müssen. Ich glaube, jetzt müsste es reichen, oder? Du. Das müsste jetzt, oder ja. Hast du Angst, wir kommen zu hoch, ja? Nö, keine Ahnung. Höhenangst. Genau, Höhenangst. Jetzt ist ja hier schon SUV. Ja, das ist jetzt viel zu hoch, ne? So. Wo ist meine Spritze, meine Spritze? Ein bisschen runter, aber obwohl, warum die jetzt so kurz sind, warum die nicht richtig greifen, ob das die richtigen sind, weiß ich nicht. Also das ist
Fenster noch, wenn die jetzt nicht richtig wären. Hm. Hm. Wenn du dir das Lochbild anschaust, guck dir mal das Lochbild an. Passen die nicht, oder? Das sieht doch gut aus eigentlich vom Vorsicht Pfütze. Das sieht doch eigentlich. Also von der Entfernung. Hm? Vor allem, die greifen gar nicht. Gib mir mal deine. Das sind deine, oder? Die, die weggelegt hast. Die greifen gar nicht. Okay. So eng, oder? Die sind deine. Nee, das sind die neuen. Meine sind da hinten. Wo sind deine? Da? Ja, das Gewinde ist viel kleiner. Wir können gar nicht die nehmen. Die sind so kleines Gewinde. Das sind meine. Das muss ich aber gleich mal telefonisch abchecken. Passt doch, oder? Ja, aber es geht nicht ganz tief. Und meine sind kürzer. Okay. Und hier müssen sie kürzer sein. Das probieren wir jetzt aus. Ich habe nämlich ein ganz dumpfes Gefühl. Okay. Ist ganz was anderes. Aber wir kriegen das auch hin. Wichtig ist halt, dass ich es gut angezogen kriege. Das ist das Wichtigste. Ja. Und da dürfen sie nicht zu lang sein, aber du, die passen eigentlich. Können wir das mal geschwind ein bisschen anziehen? Die wären ja gar nicht gegangen, die wären auch zu klein gewesen. Mhm. So, jetzt schauen wir mal, ob wir den Heber wieder drunter vorkriegen. Oh Gott. Ah, das ist doch hier Profi-Werkzeug. Unter professioneller Benutzung. Das ist auch wieder höher. Lieber als die mit so einem Brutalwerkzeug, weil da spürt man mehr. Also mit dem Pressluft. Ach, das machen wir natürlich auch, aber so spürt man natürlich genau, was man tut. Dreht auch keine Schraube ab. Abdrehen kann man auch alles. Ne? Mhm. Kaputt machen, das Gewinde und alles. Achso, ja. Und wenn du drüber gehst, legst du das Gewinde ab. Dann ist alles kaputt. Und überspringt es.
fest